The Max Planck Institute for Plant Breeding Research in Cologne has established a display garden with more than 100 crop plants. Connected to this garden is a so-called science barn, where interested visitors of all ages can get a close-up view of scientific work in the field of plant research. Today, Professor Heinz Sädler, former director of the Max Planck Institute, is telling school children something about the history of maize cultivation. Modern maize has evolved from the wild grass species teosinte, which originated in Mexico. Teosinte, in contrast to maize, is a plant with sprawling side branches. Its few grains are tiny and fibrous and easily fall off. Ist das normal, wenn man an Mais denkt? Fallen da auch die ganzen Körner daraus? Nee, die sind alle so dran. Genau. Und das ist also der Witz einer Wildpflanze ist, dass sie ihren Samen optimal verteilen muss. Der darf also nicht zusammenhängen. Und der Bauer, der will natürlich genau das Gegenteil. Der will ja, dass alles dran bleibt, dass es einfach ernten kann. It took only a few mutations until teosinte came to be maize. Ears with small numbers of inedible grains came to be corn cobs. The oldest findings of maize in a cave in Mexico were small corn cobs no bigger than 2 centimeters long, and they date back 6,000 years. 4,000 years later, cobs were 10 times that size. For the Indians of Central America, a gift from heaven. In their creation mythology, the gods even created humans from maize. Die Götter haben 3 Versuche gemacht, um einen Menschen zu erschaffen, der natürlich die Götter auch verehren soll und auch tatsächlich tut. Und die ersten beiden Versuche sind insofern fehlgeschlagen, weil diese Wesen die Götter nicht verehrt haben. Und dann haben sie lange beraten und sind auf die geniale Idee gekommen, dass man den Menschen aus Mais modellieren sollte. Maize provided food in abundance, leaving time for culture, science and politics, and laying the basis for the thriving of Indian advanced civilization. Und man kann heute, das kann man molekular dann alles nachweisen, zeigen, dass es die Teosinte war, die hier in dem Flusslauf des Rio Balsas gewachsen ist. Why were the Indians concerned with a plant that has inedible fruit? Hat schon mal von euch jemand Zuckerrohr gegessen, ne? Ja. Ja? Und was macht man da? Man kann halt zwar drauf rumkauen, aber so wirklich essen kann man es nicht. Richtig. Und wenn man drauf rumkaut, was passiert dann? Ist das Pfui Teufel oder? Nee, das schmeckt eigentlich ziemlich süß. Also. Genau das ist es. Die Pflanzen hier, ne, die haben ja einen dicken Stängel. Und die haben den abgeschnitten und haben dann darauf rumgekaut. The Indians made intuitive use of few coincidental mutations to breed edible maize from the wild grass teosinte. Today, the genes responsible for this process are known. Da gibt's ein Gen, was so kontrolliert. Und dieses Gen, teosinte branch heißt verzweigt, ne, dieser Busch, wenn das mutiert, dann flippt das hier hinüber. Das ist also dramatisch, ne? Eine Mutation. Und so eine fundamentale Veränderung. In essence, it is 5 of those key characteristics that distinguish modern cultivated maize from the original wild grass teosinte. Cultivated maize only kept one single central stalk. Its multiple fruits are now stable cobs with many more grains, which no longer have a hard shell and which adhere well to the cone. In the display garden, the young people got an impression of modern hybrid maize breeding. Selected inbred lines are crossed with each other, resulting in plants with very high yields. Wie ist das denn, wenn man hier dieses Saatgut hier von der Hybridpflanze, wenn man das behalten würde und wieder aussehen würde? Was wird dann im nächsten Jahr passieren? So werden, bitte? Das würde ja doch so alle unterschiedlich werden. Groß und also ganz unterschiedlich. Ja. Genau, ne? Und das heißt vom Ertrag her wird der Ertrag natürlich wieder in den Keller gehen, ne? Der würde irgendwo zwischen diesen Erträgen liegen, ne? At the end, a jigsaw quiz tested in playful form how much information the eager young visitors had retained.